Hier spricht Ustra. Willkommen zurück zu der wunderbaren Festtagsfreude hier bei Rune Factory Frontier. Und ja, was kann ich mir dazu sagen, als es war ein absolut geniales und sehr, sehr witziges und humorvolles Fest. Das Quizfest, was ich natürlich auch, nun, man will ja nicht so angeben, aber aufgrund, dass ihr mich schon wahrscheinlich alle länger kennt, kann ich auch diese Floskel lassen. Jawohl, ich hab gewonnen, ich hab sie alle abgezogen. Jawohl, Alter, was geht? Ich bin der schlauste Kopf hier in Trampoli. Also, Babes, Babes und Babies, pass genau auf. Ein neuer Quizmeister ist in der Stadt. Hm. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das irgendwie alles gar nicht so schnucklig an, wie ich das vielleicht anhören lassen wollte. Und in der zweiten Folge des Quizzes wollte ich eigentlich nochmal mit dem einen oder anderen Mädel reden. Habe ich jetzt so ein bisschen verpasst gerade. Und das kommt davon, wenn man die Folge schneller anfangen möchte, als man vielleicht gedanklich schon bereit ist. Und wir gehen gleich nochmal zurück. Wir wollten eh... Ich will ein paar Dinge machen heute. Hallo Rosetta, wir bleiben erstmal ganz hier. Hi. Oh, du hast das Quiz also gewonnen? Nicht übel. Dankeschön. Ich wollte mit dir reden. Hi. Ich gratuliere dir zu deinem Sieg beim Quizwettbewerb. Selbst Großvater war total überrascht. Mhm. Hey. Du hast das Quiz also gewonnen. Nicht übel. Genau das meine ich nämlich auch. Das war gar nicht so übel. Und ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr darüber, mal hier ein Fest gewonnen zu haben. Wer auch vielleicht neben Rune Factory Harvest Moon Back to Nature verfolgt hat hier auf dem Kanal, in der damaligen Zeit, der weiß sicherlich, dass ich bei Festen das natürliche Maß an Glück und Unglück total überschreite und einfach total abstürze. Du hast also gewonnen, nicht übel. Ja. Und wenig Hilfreiches machen kann. Oder besser gesagt, wenig machen kann, damit ich irgendein Fest gewinne. Und auch hier bei den ersten Festen ist nichts passiert, außer Demütigung für mich. Es herrscht solch ein reges Treiben. Ja, der interessiert sich dafür nicht, dass ich gewonnen habe. Nun, wir sind ja noch nicht so richtig Freunde. Das darf man ja mal dann, das darf man ja dann mal machen. Und Melody ist auch noch da, stimmt. Hi. Hi. The weather feels so nice. Du hast das Quiz gewonnen? Wow, du bist klüger, als ich dachte, Ustra. Hm. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn bei einem Quiz. Na? Kann ja nicht jeder bei der 50-Euro-Frage scheitern. So ist das nämlich im Leben. Ich wollte gleichzeitig mal ein paar Runis aufschreiben. Denn ich... So. Denn ich... will schon mal ein paar Runes abzapfen, wenn ich eventuell noch freien Platz auf diesem Zettel finde. Und zwar holen wir hier mal eben ein paar Runes raus. Und wir holen folgende Runes raus. Wir holen mal 8 Wasser-Runes raus. 8W. 20. Nein. 15. 15 Steine. Entschuldigung. 8 Bäume. Und ich sag jetzt mal 7. Gras könnte man da rausholen. Und wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Das sieht gut aus, das sieht nicht allzu schlecht aus. Das ist okay, das sieht gut aus. Und hier könnte man auch noch Gras rausholen, aber erstmal nicht. Es sieht alles noch ganz gut aus. Wir müssen ja schauen, dass wir im Winter nicht in negative Zahlen kommen. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren kann, weil wir eine... Ich sag mal, ein gutes Maß an der Runes noch in der Hinterhand haben. Und uns diese Runes sicherlich nicht so schnell ausgehen werden. Das heißt, wir können zumindest, auch wenn nicht, wenn wir vielleicht das goldene Gebiet verlieren werden, ich weiß noch nicht, wie schlimm der Winter wird, werden wir auf jeden Fall gut um die Runden kommen, dass wir, dass er nicht alles abfriert und abstirbt. Meine Meinung. Wenn das jemand anders sieht, immer gerne her damit. Hallo Genesha, wie geht es dir? Heute findet also der Quiz statt. Ah, das Quiz statt. Und ich habe gewonnen übrigens auch. Sie hat mich auch angefeuert. Ich werde auf keinen Fall an diesem Quiz teilnehmen. Ich weiß doch viel zu wenig über dieses Land. Ich habe schon gewonnen. Danke trotzdem der Nachfrage. Hello. Hi.
Du hast das Quiz gewonnen. Einfach unglaublich. Sugoi! Yay. Hey. Oh, dann hast du das Quiz also gewonnen. Aber hast du auch einen Preis bekommen? Wenn das eins von Kandos Büchern ist, möchte ich es gerne haben. Ist es nicht. Tja. Und hier haben wir gesprochen, aber ich habe es nicht gelesen. Hi. Du hast das Quiz gewonnen. Vielleicht hätte ich auch teilnehmen sollen. Ach, wenn ich sehe, wie glücklich dich das macht, hätte ich auch gern teilgenommen. Na, siehste. Was sagt Danny dazu? Der freut sich wahrscheinlich, dass Eric geschlagen hat. Oh, du hast das Quiz gewonnen, Ostra. Hat Eric denn nicht teilgenommen? Doch, aber der ist dumm. Droh doof. Erinnert mich an Rick von Back to Nature. Nun, naja. Wollen wir nicht darauf weiter rumreiten? Wollen wir ein paar Roonies mal eben hier wegsaugen? Ich hoffe, ich habe dafür noch genug Taschenplatz nach dem ganzen Gewinn, den ich eingestrichen habe. Ja. Wir haben schon 10 Steine. Das heißt, wir müssen 25 am Ende haben. Auch nicht uninteressant zu wissen. Und dann machen wir das mal eben fix. Ich weiß jetzt, wie viel ich in der Tasche haben muss. Dann ist es alles nicht so schwierig und ich kann einfach absaugen, so viel ich will. Und was wir dann zu viel haben, das stecken wir wieder rein. Hört sich ein bisschen nach Fettabsorgung an, aber keine Sorge, wir spielen immer noch Rune Factory. Und ich bin wirklich gut drauf. Aber es war auch... Es war ja nicht nur lustig, da waren ja auch wirklich Fragen, weil da musste man sich mal an was erinnern. Ihr könnt mir ja mal so eine Bilanz schreiben. Jetzt natürlich im Nachhinein ist es immer schwierig. Und auch in der nach der letzten Folge wäre es schwierig gewesen. Aber wie viele von den Fragen... hättet ihr alle Fragen gewusst? Weil ich definitiv nicht. Und bei manchen Fragen habe ich auch extrem geraten. Das ist meine ehrliche Antwort zu diesem Thema. Aber mich würde es gerne interessieren. Hättet ihr auch viele Fragen gewusst? Hättet ihr vieles noch gewusst von dem, was gefragt worden ist? Habe ich bei manchen Fragen... Hätte ich das wissen können? Wie mit Stella und Tao? Das hätte mir vielleicht einfallen dürfen. Aber der Rest... Es war schon viel Raten dabei, auch mit Geburtstagen. Ich glaube, ein Geburtstag war ja dabei. Müssten wir mal genug haben. Wir haben 24 ist okay, 10 ist auch okay, weil dann haben wir 38 drin, 13 ist okay, dann haben wir, hatten vorher 50, sind 10, sind 40, sind folglicherweise 37, müsste passen, und 10 Gras, das ist ein bisschen viel, da tun wir 3 zurück. So, so ungefähr mache ich das oft mit den Loonies. Nur vielleicht nicht, dass ich von jeder Sorte hier was raushole. Leider. Und wenn wir das jetzt nochmal kontrolliert haben, weil manchmal ist man halt sich unsicher, dann gehen wir in die Schneeruinen und kloppen noch ein paar Monster platt. Und machen hieraus eine kurze Freude, die einfach mal zelebriert, dass ich auch mal was schaffen kann. Ich brauche das, okay? Es ist nie, ich brauche das einfach. Sagen wir es so. Ich muss mich in dem Glanz baden, solange ich noch kann. Weil ich weiß, sobald der nächste Wettbewerb kommt, ist Ustra wieder auf dem letzten Platz. Also, gönnt mir diesen kurzen... Die kurzen 15 Minuten Ruhm. Apropos Ruhm. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Ihr seid perfekt. Mal wieder... Dass ihr daran denkt und dass ich mich wieder erinnern lassen muss von euch. Und zwar müssen wir noch auf die Wahlinsel. Und wir müssen dort auch nicht nur die Iris besuchen, sondern auch Blumen gießen. Und das darf ich nicht vergessen. Trotzdem gucke ich jetzt mal eben nach. Man kann ja immer mal was vergessen oder man kann ja immer mal was falsch machen, aber nein. Oh, bei den Grasrunis, bei den Baumrunis war es wirklich knapp. Okay. Aber es geht. Das ist die Hauptsache. Ihr sagt, oder die Meinung ist im Moment, die vorherrschende Meinung in der Kommentarsektion ist im Moment, dass ich aus dem magischen Kristall lieber was herstellen soll. Weil ich habe schon das Date mit Cinnamon, da kann uns nicht mehr viel passieren. Ich guck mal bei Gelegenheit, spätestens wenn ich hier aus dieser Ruine wieder raus bin, nachdem ich 1, 2 Monster verprügelt habe. Guck ich mal, wie weit wir den Kristall benutzen und gebrauchen können, weil ich bin mir ja auch nicht sicher, für was wir den gebrauchen können. Na, es gibt wahrscheinlich Sachen, das lohnt sich, es gibt vielleicht Sachen, das lohnt sich nicht. Wir haben, gefühlt haben wir 1 Milliarde Waffen gebaut. Das, so fühle ich mich, aber so fühle ich mich zumindest auch manchmal selbst. Ach, da ist das Gerät für das Eis.
Ah, das meint ihr. Also man kann mit diesen Dingern die Geräte ausschalten. Oder mit den Dingern, sage ich. Mit Magie zum Beispiel. Dass man da nicht mehr dran muss. Jetzt gucken wir mal eben hier. Das ist natürlich auch geil. Man kommt rein und kriegt hier gleich Erz. Das ist... Oh. Ah, ist aber nur Altmetall. Hm. Kann man hier hoch? Nein. Okay. Wir wissen ja immer noch nicht. Schrägstrich, ich weiß nicht. Damit das einheitlich und klar ist. Ich weiß natürlich immer noch nicht, wo genau wir lang müssen. Wir sind jetzt schon mal im zweiten Stock. Das ist ja schon mal was, sagt man auch dazu. Aber es ist halt nicht... Es ist halt nicht das Nonplusultra. Wow, 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 okay. Es ist halt nicht das Nonplusultra. Und vielleicht gibt's... Okay. Ihr wollt Beef? Beef könnt ihr haben. Hier gibt's Beef bis nächste Woche, Freunde. Sonst noch jemand? Nein? Niemand mehr was auf die Fretze? Okay. Dann gehe ich mal weiter. So, da kommen wir dann nach unten. Hier ist eine Steintafel. Hier ist noch Erz. Nehmen wir alles mal mit. Wie kommen wir jetzt weiter, ist die große und wohl interessanteste Frage. Boah, wir haben so viel Gold. Das ist das nächste, was ich machen werde. Hier kann man wieder nicht runter. Irgendeinen Spaß werde ich mir aus Gold bauen. So, das ist auch wieder nur dafür da, auf diese Ebene zu kommen. Dann gehen wir noch mal weiter. Ja, ja, Terror, Terror. Okay. Ist denn hier? Hier kommt man dann auch runter. Ich habe das Gefühl, diese Abkürzung... Oh, okay. Das kann man hier rein. Oh, okay. Hier geht's wieder rauf. Okay, hier ist jetzt wieder eisig kalt. Autsch. Okay, ich verstehe. Ich verstehe Dinge. Das heißt, es ist schön arschkalt hier drin. Und wenn ich diese Dinger kaputt mache, dann kann man wieder... Ich dachte, das erste Moment wäre ein Monster gewesen. Glück gehabt. Und dann kann man wieder... Oh. Jetzt. Bräuchte ein bisschen Kälte und Resistance. Ich sag das nur ungern, aber... Wow. Kinder. Ihr müsst chillen. Chillt mal ein bisschen. Ich weiß, ihr seid schon chillig genug. Aber... Oh, du Scheiße. Ein eiskalter Wintermorgen ist nichts... Ich bin raus. Okay, aber jetzt wissen wir die Mechanik von diesem Raum. Das ist ja auch nicht uninteressant. Wobei ich aber finde und meine und denke und glaube, und das soll nicht böse klingen, aber ich meine, es ist schneller weiterzukommen im zweiten Stock, wenn wir vom ersten Stock normal die Treppe runterlaufen, weil so muss ich einmal durch diesen ganzen Komplex durch bis wieder an den Anfang, und ich glaube, das geht fixer, wenn wir direkt zum Anfang gehen. Das ist nur meine Meinung. Aber vielleicht ist es dann halt, um runter durchzukommen, interessant, aber vielleicht, um vom zweiten in den dritten zu kommen, nicht die beste Route, nicht die beste Option. Und es ist immer noch saugefährlich und ich bräuchte irgendwas mit Kälteresistenz. Ich habe auch das Gefühl, und ich denke mal, in irgendeiner, ich gehe mal davon aus, so wie auch in den Lava-Ruinen, wird der Boss irgendwas mit dem Element, mit dem vorherrschenden Element zu tun haben. Das heißt, es wird irgendwas aus Eis sein. Vielleicht, maybe, you never know, vielleicht. Und aufgrund dessen würde ich gerne versuchen, Feuerwaffen herzustellen und also nicht Feuerwaffen im Sinne von Schusswaffen, sondern Waffen mit dem Element Feuer würde ich gerne herstellen, und ich würde gerne versuchen, Kälteresistenzen irgendwie mit einfließen zu lassen.
Weil die tun schon weh. Die tun schon extrem weh. Und vielleicht braucht man da ein bisschen speziellere und spezifischere Ausrüstung, nämlich. So, dieses Wort wollte ich gerne sagen. Is this for me? Das will ich, ja. Hi, übrigens. Good evening. Auf der Walinsel gibt es auch viele Felder. Ich frage mich, wer sie bestellt, denn es gibt hier viele Monster. Gelwein ist ein guter Freund, bla 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 bla. Lass uns nicht über deinen Ex reden. Ich hoffe, du kannst mir wieder Modell stehen, Ostra. Gerne. Gefährlich wird es. Möchtest du mich gerne nackt zeichnen? Weil es ist nicht schlimm, wenn sie dich nackt zeigen. Okay, sie sieht dich nackt. Pff, ne? Ihr wisst schon, Ostra und so. Schnipsel und Ostra. Passt schon. Aber das andere ist, die Bilder kann man eh nicht erkennen. So zumindest ist es im Moment noch. Aber wahrscheinlich wird das Bild dann extrem detailreich ausgefallen und sie hat mich vorher nur verarscht, dass sie dich zeichnen kann. Um genau das herauszukitzeln. Und dann hängt ihr das hier oben an den Turm und jeder, der vorbeikommt, der muss dann lachen. Das ist nicht gut. Das lassen wir doch lieber. Kein Nacktzeichnen mehr. Ich hab jetzt in den Kommentaren gelesen, sie zieht in die Stadt. Ich hoffe, sie zieht in die Stadt. Das würde ich wirklich gerne. Das möchte ich gerne aus verschiedenen Gründen. Grund 1, ich muss nicht mehr hier hochlatschen, um mit dir zu reden. Es gibt keinen weiteren Grund. Das war alles ein Grund, was ich euch. Ah, das war falsch. Das ist alles ein Grund, was ich euch dafür bieten kann und liefern kann. Aber es ist Grund genug, finde ich persönlich. Hier ist es so idyllisch. Ich möchte immer hier bleiben. Ich möchte nie wieder in die bösen, tosenden und kalten Winterruinen, in der es Schnee gibt und mich Wolken mit Hagelkörnern, mit gigantischen Hagelkörnern bewerfen. Aber vielleicht lohnt es ja. Vielleicht haben wir irgendwas, was uns hier weiterbringt, weiter auf der Walinsel zu kommen, weil hier ist ja auch nicht ganz so. Hier ist auch kein Zuckerschlecken. Kommt ja jetzt bis hier runter. Ist das dein Ernst, Alter? Ohne Spaß? Taste my lance. Bam. Hau ab. Was hast du davon? Du hättest friedlich in Ruhe leben können. Da oben. Bei deinen Freunden. Aber anscheinend nicht. Naja. Gut. Ja. Viel mehr ist es an dieser Folge dann nicht. Ich wollte einfach mal meinen Sieg zelebrieren. Und euch das alles spüren lassen, wie froh ich darüber bin, auch mal ein Festival zu gewinnen. Deswegen hoffe ich, die Folge war nicht allzu schrecklich. Ich hatte trotzdem Spaß. Und vielleicht ein paar weitere Tipps für die Schneeruinen für mich. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Entweder hier wieder oder ihr habt Langeweile und schaut euch gerne andere Sachen auf dem Kanal an. Das würde mich freuen und das wird dem Kanal super helfen. Also, ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.